So, und hier haben wir ein nettes Wetterereignis, nämlich der Himmelsdieb. Denkt daran, dass ihr hier eine Schutzwand wegkriegen müsst, damit ihr dann das Objekt der Begierde auch bekommen könnt. Ja, schaut euch das an. Viel Spaß. Was ist passiert, meine Kleine? Mamas Ring. Ich habe ihn rausgeholt, um ihn mir anzuschauen, und ein Vogel hat ihn mir stibitzt. Was wolltest du denn mit dem Ring deiner Mutter? Jemand hat ihn ausgeliehen und sie wollte, dass ich ihn zurückhole. Aber jetzt ist er da oben im Baum. Ich komme da nicht hoch. Ah, da ist das Vogelnest. Vielleicht könnte ich das Nest mit irgendwas runterholen. Etwas ist aus dem Nest gefallen. Du, Hände weg von meinem Eigentum! Der Ring gehört mir! Gib ihn sofort zurück! Bist du die Mutter der Kleinen? Stiefmutter! Mein Mann gab mir diesen Ring. Meine Stieftochter wollte ihn mir stehlen. Sie raubt mir die Nerven, seit ich ihren Vater geheiratet habe. Obwohl ich immer nur gütig zu ihr war. Sie sagt, du hast den Ring von ihrer Mutter ausgeliehen. Ihre Mutter ist tot. Oh, vielleicht hat er ihr mal gehört. Das wusste ich nicht. Dein neuer Mann gab dir den Ring seiner verstorbenen Frau? Wir haben nicht viel. Ein Geschenk von gutem Herzen lehne ich nicht ab.
Er ist ein guter Mann und ich liebe ihn sehr. Aber seine Tochter wird mich nie lieben. Nicht solange sie so tut, als würde ihre Mutter noch leben. Lass der Kleinen den Ring. Es ist alles, was ihr von ihrer Mutter bleibt. Und so könnte eine neue Bindung zwischen euch wachsen. Du bist sehr weise. Ich gebe ihn nicht leichtfertig her, aber rechtmäßig gehört er ihr mehr als mir. Bitte bring ihn ihr. Ich habe den Ring deiner Mutter. Pass in Zukunft besser auf. Wir müssen Acht geben auf das, was uns kostbar ist. Du hast doch eben mit meiner Stiefmutter geredet. Wollte sie ihn dir wegnehmen? Sie ist so ein alter Warzendrache. Sie will, dass du ihn hast. Sei netter zu ihr, meine Kleine. Sie gibt sich alle Mühe für dich. Mag sein. Ich werde mit Mutter darüber reden. Dann leb wohl.